Gruppe der also muslimischen Migranten hat leider Integrationsprobleme, die auch noch in der also dritten Generation sich zeigen, in mangelhafter mangelhafter Bildung, mangelhafter Integration in den Arbeitsmarkt und in einer hohen Transferabhängigkeit. Und das ist der Punkt. Also Mängel der also muslimischen der Migranten im Bildungssystem, im Beschäftigungssystem auf, nicht auf ihren ethnischen Hintergrund das zurückzuführen sind, denn sie sind ja völlig unterschiedliche Ethnien von also Pakistanern bis Marokkanern, sondern offenbar auf den gemeinsamen kulturellen islamischen Hintergrund das zurückzuführen sind. Es gibt eine beachtliche Erblichkeit der Intelligenz. Wenn nun diejenigen, die bildungsferner sind, in einer Gesellschaft letztlich dauerhaft, also relativ mehr Kinder bekommen oder die anderen so viel weniger Kinder bekommen, dann bedeutet dies, dass ganz unabhängig von dem Thema Einwanderung sich die Relationen in einem Land verschieben.